Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind nach einer Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Chelsea in der 3. Runde des englischen Ligapokals ausgeschieden. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers verspielte am Mittwochabend eine zwischenzeitliche Führung und verlor 1:2, 0:0 gegen die Londoner. Für Liverpool war es die erste Niederlage im 8. Pflichtspiel der Saison. Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Besser erging es dem FC Arsenal, der auch ohne den ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil 3:1, 2:0 gegen den Zweitligisten FC Brentford gewann. Auch Tottenham Hotspur zog in die nächste Runde ein. Die Londoner siegten 6:4, 2:2, 0:0 nach Elfmeterschießen gegen den FC Watford. Emerson und Eden Hazard drehen das Spiel für Chelsea-Stürmer Daniel Sturridge, 58. hatte Liverpool sehenswert in Führung gebracht. Der 29-Jährige verwertete einen Abpraller des Chelsea-Torhüters Willy Caballero artistisch zum 1:0. Chelsea hatte jedoch das bessere Ende für sich und drehte die Partie durch die Tore des Italieners Emerson, 79. und Eden Hazard, 85. Arsenals Matchwinner war Danny Welbeck, der 2 der 3 Treffer, 5. 37. erzielte. Zudem war Alexandre Lacazette, 90.3 erfolgreich. Für den Außenseiter hatte der Ire Alan Judge, 58. zum zwischenzeitlichen Anschluss getroffen. Bei den Gunners stand der ehemalige Leverkusener Bernd Leno im Tor. In der Innenverteidigung lief Nationalspieler Shkodran Mustafi von Beginn an auf. Premier League Club Stoke City schied nach einem 2:3, 0:2 beim Zweitligisten Nottingham Forest aus. West Ham United gab sich dagegen keine Blöße und schoss den Viertligisten Macclesfield Town mit 8:0, 3:0 aus dem Wettbewerb. Am Dienstag war Rekordmeister Manchester United sensationell gegen den Zweitligisten Derby County, 7:8 ausgeschieden.